Ja, hallo liebe Foto- und Videofreunde, schön, dass ihr wieder da seid. Es gibt zurzeit einen ganz großen Hype im Internet. Auf YouTube, auf allen Videoplattformen ein riesiger Aufschrei, denn es ist da, die KI kommt und mit ihr kommt in Photoshop dann die sogenannte generative Füllung und das bedeutet nichts anderes, als dass jetzt die Bildgestaltung durch das wahlweise Einsetzen von Hintergründen oder durch Retuschen, die also durch künstliche Intelligenz erzeugt werden, eben um so vieles einfacher, rasanter und auch kreativer wird. Ja, das wird auch wahrscheinlich wirklich so sein. Dennoch ist das Ganze natürlich ein kontroverses Thema, denn jeder Berufsfotograf fragt sich jetzt natürlich, wie könnte meine Zukunft denn ausschauen? Ist das jetzt wirklich für mich noch so handelbar oder sollte ich besser gleich aufgeben? Nun dazu, zu diesem Thema möchte ich euch eine ganz kleine Geschichte ganz kurz erzählen. Ich war ja von 1981 bis 1983 in einer Lehre in einem größeren mittelständischen Betrieb im badischen Rastatt. Und dieser Betrieb, der arbeitete damals noch mit Satzsystemen. Die Älteren von euch, die werden das noch kennen. Linotype, ja, es gab dann auch von Berthold diverse Geschichten. Das waren also so die zwei größten am Markt. Und Linotype hat also mit einem System gearbeitet, das waren auch schon Computer, aber mit einer Spezialtastatur und nur mit grün-schwarzen Monitoren. Also die Schrift war grün, der Hintergrund war schwarz und alles wurde wie mit HTML sozusagen in einer Auszeichnungssprache programmiert. Da wurden eben Filme herausgelassen und man hat an einem Leuchttisch dann eben Bilder, die aus einer Repro-Anstalt farbsepariert kamen, in vier Farbauszügen, als Magenta, Yellow, Black und dann eben den Text entsprechend auf Folien zusammenmontiert. So sah das früher aus und das war die Hightech-Realität damals. Und jetzt stellt euch Folgendes vor. Im dritten Lehrjahr, zu dieser Zeit ungefähr 1983, kam dann der Apple Cube auf den Markt, der Macintosh. Und das hat unser Betrieb also damals völlig ignoriert, jedoch nicht die Berufsschule, auf der ich war. Und ich hatte dann natürlich Gelegenheit, mich mit dieser absolut revolutionären Technologie auseinanderzusetzen. Denn Leute, das war damals unvorstellbar, dass man Bilder und Text an einem Monitor zusammenmontiert, per Drag and Drop alles rumschieben kann, nochmal umgestalten kann, wenn es nicht passt, ganz simpelst nachkorrigieren kann. Das war überhaupt nicht so denkbar. Aber Apple hat damals die Revolution ausgelöst. Was ist im Folgenden passiert? Unser Betrieb hat das ignoriert und ihn gibt es heute nicht mehr. Es gab dann also noch später eine Betriebsversammlung, in der dann umstrukturiert wurde. Aber diese Technologie kam dann zu spät und wurde auch mit einigen unschönen Maßnahmen dann im Betrieb eingeführt. Und auch die Technologie der Digitaldruckmaschine, also der Maschinen, für die man dann nicht mehr Druckplatten zum Beispiel gesondert anfertigen muss, sondern diese Druckplatten werden dann sozusagen digital in der Maschine selber erzeugt. Das kam dann auch viel zu spät, wurde ignoriert. Wie gesagt, der Betrieb ist weg vom Fenster. Und an einer ähnlichen Schwelle befinden wir uns eigentlich jetzt nicht erst seit heute, sondern schon seit ein paar Jahren. Denn natürlich ist die KI in aller Munde. Und dass Photoshop jetzt diesen Weg mit anderen Firmen zusammengeht und das versucht zu vervollkommnen, ist natürlich auch durch die neuen Technologien und Prozessoren und Speichermedien möglich geworden, die halt die Rechenleistung um ein Vielfaches gegenüber damaligen Rechnern, die das noch nicht verarbeiten konnten, eben erhöht hat. Und von daher muss man jetzt sagen, ja, natürlich, da ist auch gar nichts kontrovers an der ganzen Geschichte. Diese künstliche Intelligenz, die wird Einzug halten und sie wird den Beruf des Fotografen und mit Sicherheit auch des Videografen massiv beeinflussen.
Tja, und wie sehe ich das jetzt insgesamt für die einzelnen Fotografiesparten? Nun, nehmen wir mal den gewerblichen Fotografen. Was macht er normalerweise? Er macht Passbilder, er macht Bewerbungsbilder und er ist auch in gewisser Weise ein bisschen kreativ tätig. Manche noch in der erotischen Fotografie, andere Familienfotografie, Hochzeitsfotografie, die ja mittlerweile auch sehr kreativ geworden ist. Nun, und für wen dieser Fotografen wird das dann wohl was bringen? Nun, für den, der im kreativen Bereich arbeitet, ganz sicher, für einen reinen Passbildfotografen, die es ja heute sowieso kaum noch gibt, ja, wird das wahrscheinlich gar nichts bringen. Und für den Bewerbungsbildfotografen, der hauptsächlich in dieser Sparte tätig ist, kann es natürlich dann auch interessant sein, beispielsweise natürlich jetzt andere Hintergründe für den Manager einzufügen, der dann sich in einem Bürogebäude modernster Bauart befindet oder in einem wunderschönen Treppenhaus und so weiter und so fort. Wenn es dann eher in die kreative Richtung geht, Hochzeitsfotografie und so weiter, dann kann man sich natürlich auch vorstellen, dass man jetzt einen Hochzeitspaar dann einfach abfotografiert bei schönem Licht und dann in eine barocke Szenerie einbindet, ihr dann auch andere entsprechende Klamotten anzieht, ohne dass man das in Wirklichkeit tun muss und eben so eine virtuelle Realität erschafft, die so also preisgünstig nie zu erzielen gewesen wäre. Und so sehe ich das und das wird auch die Zukunft sein. Man wird Geld sparen durch diese KI. Wie sieht es denn jetzt aus bei Landschaftsfotografen? Ja, natürlich. Die können Objekte ganz einfach entfernen, die störend im Bild sind, sich ganz auf die Landschaft konzentrieren und müssen nicht mehr sagen, Mensch, das Auto steht da wirklich im Weg. Nein, man fügt eben durch künstliche Intelligenz, nimmt man das Auto heraus und fügt irgendeinen alten Heuschober ein oder sonst etwas, was halt gut in diese Landschaft hineinpassen würde. Denn auch hier muss man es ja manchmal mit der Realität nicht ganz so genau nehmen. Also für einen Landschaftsfotografen durchaus auch eine Möglichkeit. Wie sieht es denn aus jetzt beispielsweise für den Produktfotografen? Und da möchte ich euch sagen, da gibt es schon seit längerem einen Trend, den man verfolgen sollte. Und ich persönlich sehe das so, dass das noch der viel größere Hype ist. Und das hat jetzt zum Beispiel Carl Taylor schon mal in einem Video, ich blende euch das dann ein, verlinke es euch auch unten in der Beschreibung dieses Videos, dann mal gezeigt, wie das aussehen kann. Und da war ich schon sehr beeindruckt. Der Produktfotograf, der wird in Zukunft ganz anders arbeiten können. Denn, und das wage ich zu prophezeien, in 4 oder 5 Jahren werden die meisten Produktfotografen ein Produkt jetzt vielleicht vom Hersteller beziehen, aber dann gar nicht mehr großartig kreativ fotografieren, also mit unterschiedlichen Hintergründen, Accessoires, mit Beiwerk, mit Umgebungen, sondern die werden das ganz einfach linear unter einer Lichtbedingung und einer konstanten Lichtbedingung abfotografieren aus unterschiedlichen Perspektiven. Die KI wird das dann in ein 3D-Objekt verwandeln, was auch unterschiedlich beleuchtet werden kann. Und dann wird das eben in Kreativumgebungen entsprechend eingefügt. Und das kann dann zum Beispiel ein gedeckter Tisch sein oder irgendetwas anderes in der Art, ein Bartresen, auf dem dieses Objekt besonders gut wirkt. Ganz egal was, auf jeden Fall ist das machbar und das ist jetzt schon so machbar, dass der Produktfotograf dann die absolute kreative Freiheit für den Kunden gewinnt. Und das bedeutet, du fotografierst eben nicht mehr eine Kreativserie und der Kunde sagt, nein, aber die Perspektive, ich hätte mir das mehr ein bisschen von unten gewünscht. Das machst du nicht mehr. Du hast das Objekt, du sagst, was, sie wünschen das ein bisschen mehr von unten, kein Problem. Du nimmst einfach das entsprechende Bild und rotierst es im 3D-Raum und die KI berechnet dir die Umgebung passend dazu. Und das zeigt jetzt Photoshop im Prinzip schon mit dieser generativen Füllung, in der es ja bereits jetzt anfängt, schon aus Perspektiven und aus Lichteinfall zu errechnen, welches Hintergrundbild jetzt am besten passen könnte.
Wie gesagt, schaut euch mal dieses Video von Carl Taylor an, gerade als Produktfotografen. Das ist wahnsinnig interessant, wie er das zeigt. Er hat hier einen Vergleich gemacht, er hat eine Szenerie geschaffen. Ich weiß gar nicht mehr jetzt, was für ein Produkt das war. Ich glaube, das war eine Uhr. Aber bitte legt mich jetzt nicht darauf fest. Und die hat er mit verschiedenen grafischen Objekten in der Umgebung gestaltet, Licht, Schatten und so weiter. Und hat einen Bekannten, mit dem er zusammenarbeitet, das mit KI dann nachbauen lassen. Und glaub mir, man erkennt wirklich kaum noch den Unterschied. Liebe Foto- und Videofreunde, das war's jetzt für heute mal ein bisschen aus der Reihe getanzt. Ich wollte jetzt eigentlich nicht noch großartig jetzt noch ein Video mit solchen kontroversen Themen machen. Das war ja jetzt in der letzten Viererreihe mit dem Kalibrieren schon eigentlich abgearbeitet. Aber ich habe gemeint, das passt jetzt in diesen Raum rein und das zeigt mal ein bisschen einen anderen Aspekt auf, der hier ja jetzt eigentlich bei den anderen Kollegen teilweise recht wenig beleuchtet wurde oder nur in einer kurzen Sequenz. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann liked es bitte oder abonniert meinen Kanal, da wird in Zukunft jetzt noch einiges kommen. Ich werde mich in den nächsten 1 bis 2 Videos, also einen wird es auf jeden Fall auf dem Test Kanal geben, den anderen auf dem 3D Model Starter, mal damit auseinandersetzen, wie der 3D-Druck jetzt die Fotografie-Szene bereits revolutioniert hat und noch weiter revolutionieren kann. Ich stelle ja meine Props, also meine Accessoires für Fotoshootings teilweise selber her oder modifiziere bereits bestehende Accessoires so, dass sie jetzt meinen Anforderungen mehr entsprechen. Und darum soll es jetzt im nächsten Video gehen. Da freue ich mich, euch da wiederzusehen. Dann bis bald, euer Alex Schwarz.